Und damit ein herzliches Willkommen zum amerikanischen Traum. Ich muss mal einmal ganz kurz das einstellen, hier meine beiden Waffen. Das nicht? Nein, das war es auch nicht. So. Toll, jetzt sind sie weg. Egal. So, ich muss ganz kurz. So, jetzt können wir starten. Und dann nochmal herzlich willkommen zum amerikanischen Traum. Ich muss gestehen, ich habe natürlich schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Die ganze Aufnahme ging mir aber leider flöten. Deshalb darf ich jetzt nochmal alles neu machen. Aber das ist umso besser für euch, denn es ist. Es ist, ja, viel Spaß bei American Dream. Not Donald Trump. No. No? Okay. It is the ability for any man to achieve whatever he sets out to do using the tools of his great nation. Und ein Wow-Wow. Welcome to the American Dream. Tschuk. Muss man ein bisschen dichter an das Mikro ran. Okay. Oh, ich kann nicht schießen. Yep. Oh yeah. So. Alles klar, Dankeschön. So, und man sieht so die Kugel, geil. Es könnte natürlich vereinzelt vorkommen, dass ich in der Aufnahme ein bisschen, naja, so ans Mikro stoße, weil ich das direkt vor meinem Mund habe. Ich denke, man hört das auch. Dass ich meinen Kopf mal auch bewege oder vielleicht auch mal die Arme, Hände, wenn ich so ziele. Das müsst ihr dann entschuldigen, aber ich würde mal sagen, wir legen gleich los und wir können immer noch nicht schießen. Das. Egal, los geht's. Es wird lustig. Tschüss, Hundi. Tschüss. Tschüss, Waffi. Tschüss. No entering calibration H. Please keep your guns in the cart at all the time. Have fun. Hey! Oh, wir sind gerade ans Mikro gekommen. Ich hab's mal ein bisschen runter gemacht. Aus amerikanischer Sicht sollten wir natürlich einen Mann nehmen, aber wir nehmen einfach mal eine Frau. Okay, das ist jetzt schwer. American oder American? American oder American? Ich mag blau. Spielen Spiele dazu, erzählen Spiele dazu? Also in echt? Nein. Das ist die Rechte. Ja. Okay. We want you to have a safe and fun journey. Please enjoy this brief introductory video.
Darf ich jetzt endlich mal schießen? Na ja, gut. Ist klar. Ja. Dazu nimmt man diese Waffe. Ganz gut. Haben wir gut rausgefunden, ja? Guck, da ist das Mikro. Ja, natürlich. Ja, wer ist ein gutes Gänschen? So ein Scheiß. Oh ja, sehr realistisch gemacht. Das ist gar nicht mal so. Das ist mit Sicherheit der Spieleentwickler. Gut geschnitten. Aber wieso getrennte Betten? Wirklich romantisch, muss man sagen. Also gar nicht übertrieben oder so. Also wie in echt, würde ich sagen. Ich sitze gerade gar nicht gerade. Huch. Ich wollte doch. Hey! Nein! Nein! Was zum. Dankeschön. Ich kann sagen, jetzt muss ich das nochmal angucken. Das muss ich jetzt nicht mehr. Los geht's. No enter in tutorial age 1 mit einem Jahr. You may have noticed that you're carrying a pair of Cotter 1912 single action semi-automatic pistols from the battlefield to your back pocket. The Cotter 1912 will be the tool of choice for all your everyday needs. Let's see on the baby of tomorrow will learn how to use their very first gun. Before you can use the gun, you'll have to load it. Move your right gun across onto the magazine. Hallo. Oh. Ich werde ganz schläfrig. Ja, gut, okay, komm. That's it. Nothing like the sweet sound of a magazine sliding into the gun. Now do the same with your left gun. Habe ich. Ich habe eine Rüdiger. Baby's hungry. We need to let Mummy know. Knock on the door a few times to get her attention. Mommy! Mommy's here and look what she has. Bow, bow. Nippets, nippets. Oh. Looks like you're out of bullets. Yeah. Wow, was soll denn das sein? Was soll das sein? Ein Stück Käse, Alter? Yum, yum. Yum, yum. Und noch mehr. Will er nicht essen? Muss ich das essen?
Das Lächeln ist ganz schön gruselig, aber... Boah. Super Shy Me. Oh, bitte. Nee, ich bin schon echt voll. Das ist schon mal gut, Annette. Ich muss mich gleich übergeben. Baby's gonna grow up big and strong in no time. Ich hab riesen Pupu gemacht, deine Winne. We wanna make sure Baby is well educated as well as being a good shot. Habt ihr so eine kleine amerikanische Flagge hier? Which one of these is the triangle? Mal gucken, ob ich treffe. Ja. Wieso kriege ich keinen? Well done. Die zählt ein bisschen. Die verzählt ein bisschen. Good job, kiddo. Okay, passt, passt. Rechnen kann ich noch. Der Amerikaner. Einen Moment. Das sind 8. Good job, kiddo. Gut, das wusste ich vom Spiel davor. Abschießen, essen, Waffe. Ja. Tschüss. Oh, okay. Ja. Okay, komm mal, wollen wir versuchen. Zack. Jetzt funktioniert. Funktioniert ganz gut. Kann ich hier irgendwas? Ja. Okay. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ein bisschen höher erzählen. Ach, komm. Bin links nicht so ganz gut eigentlich. Nein. Sag mal, das gibt's doch nicht. Ah, okay. That's it. Keep shooting those targets. Das gibt's doch nicht, ey. Das gibt's doch nicht. Sag mal. That's it. Keep shooting those targets. Immer willst du mich verarschen? Das ist doch ein Witz. Gibt's doch nicht, ey. Und wie? Ja, wie denn? Zeig mal her. Alles klar. Oh. Boah, das war knapp. Dankeschön. Ja, ich habe meinen. Ich mag Billy the Kid. Alter, was? Oh, ich wollte gerade sagen, ey. For Eden, bla bla bla, Küchen-Eiswert, 90 Cent. Targets wird 7. Ja, das war jetzt nicht so gut. Ja, Mama, ich habe mein erstes Geld verdient. Was kannst du von deinem ersten Alter sagen? Egal, weiter geht's, komm. Festhalten. Tschüss. Ja, nein. Wie alt werden wir denn jetzt? Hm? The perfect American family lives under three key pillars. Love, pride and guns. Let's take a look at these core values in action. As a father bonds with his child. Hey boy, what you gonna do?
Throw me some balls, hä? Na ja, komm, da brauche ich nur meine Rechte. Na gut, geh doch mal weg hier, Steam. Mensch, ich kann nicht sehen. Hör auf zu reden. Das ist nervig. Alter, du Ren ist nervig, das, ich kann nicht sehen. Irgendwo waren hier doch. Irgendwo waren hier. Da. Yeah, getroffen. Ja, komm. Was, Digga, hä? Was? Danke, Digga, danke. Alles klar. Gerade noch. Ja, es ist schön, dass du redest und ich da nicht sehe, Alter. Und immer durch deine Beine, du Assi. Oh, was? Okay, komm, dann machen wir mit einer Hand. Ja, komm. Na los, na los. Yeah. Ich kann nichts. Geh doch. Sag mal. Pium, pium, pium. Zack. Boah, Alter, die labern aber auch eine Menge. Ja, die sind nur, weil du geredet hast. Ach, Junge, ey. Na komm. Wow. Wer soll sich gedacht haben? Ja. Wie er die aufhebt, ey. Oh, jetzt kommt der schnelle Ball. Jetzt kommt ein schneller Ball. Boah. Oh, das war... Alter. Du bist sehr gruselig. Wo schafft ihr die Leute immer nur an? High five. Hab ich doch gemacht. You are creepy, man. Na, was haben wir denn erreicht jetzt? Das müsste gut gelaufen sein. Was? Balls dropped? Oh. Ja, minus 0,05. Father, please. Boah, ich würde sagen, so als erste Folge lassen wir es mal. Nächste Folge wird es auf jeden Fall spannender, auf jeden Fall. Ich sag mal, wir sehen uns dann. Wupp.